Neuer Teil der kleinen Serie. Gästeführer zeigen ihre Lieblingsorte. Wir sind jetzt auf Oberhausen, das Stadtgebiet, ganz nah beim Rhein-Herne-Kanal und bei der Emscher und stehen vor einem Kunstwerk der Zauberlehrling. Das hat zu tun mit der Emscher. Die Emscher ist ja der Abwasserfluss des Ruhrgebiets. Seit über 100 Jahren hat das Ruhrgebiet sich entschieden, Abwasser oberirdisch zu führen, wegen der Bergbauproblematik, der Bergsenkungsproblematik. Und dieses System ist nicht mehr zeitgemäß und das darf auch gar nicht mehr sein, Abwasser ungeklärt in einen Fluss zu leiten. Das heißt, dieses System wird umgebaut zu einem normalen Abwasserentsorgungssystem unterirdisch. Und das ist eine Aufgabe von 35 Jahren. Das Projekt Umgestaltung der Emscher läuft seit 1991 und die Emscher Genossenschaft, die Emscher betreibt, die hat die undankbare Aufgabe, einen Abwasserfluss neu positiv in den Köpfen zu verankern. Und die Emscher Genossenschaft macht das mit viel Fantasie, unter anderem auch mit Kunst. Und im Dreijahresrhythmus gibt es die Emscher Kunst. Da sind dann in der Sommersaison immer 100 Tage und da werden Künstler eingeladen aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands oder der Welt. Die sollen sich mit dem Thema Emscher, mit dieser Landschaft auseinandersetzen und künstlerisch ein Zeichen setzen. Und hinter mir der Zauberlehrling. Eine Berliner Künstlergruppe mit dem Namen Inges Idee hat das entworfen. Und die Künstler greifen auf die Strommasten, die man im Hintergrund sieht. Also eine Leitungstrasse von Strommasten. Unterirdisch laufen hier auch Gasleitungen. Und sie bauen den Strommast, der aus der Reihe tanzt, der sich nicht an die Regeln hält, der aus der Reihe tanzt mit künstlerischer Freiheit. Das Ganze heißt Zauberlehrling. Angelehnt natürlich an den Zauberlehrling von Goethe. Der Zauberlehrling, der den Besen dazu benutzt oder ihn so verzaubert, dass er ihn Wasser holt. Aber er weiß nicht mehr, wie man ihn abstellt. Das heißt, der Besen sorgt dann für eine formidable Überschwemmung am Ende. Der Hubschrauber stört jetzt gerade ein bisschen. Ich persönlich finde das eine ganz witzige Idee, dieses Thema so aufzugreifen. Der Zauberlehrling steht hier einfach in der Landschaft. Das heißt, es gibt bei dieser Emscher Kunst temporäre Kunstwerke, die werden nach den 100 Tagen wieder abgebaut. Es gibt aber einige dauerhafte Kunstwerke und dazu gehört der Zauberlehrling. Wir sind hier auf dem Gelände von Haus Ripshorst. Hinter uns ist der Wald, der zu Haus Ripshorst gehört. Der Waldgeschichte repräsentiert mit seiner Art der Anpflanzung. Auf der anderen Seite, hinter dem Zauberlehrling, da ist der Rhein-Herne-Kanal und der steht in der Landschaft. Kunst im besten Sinne, Kunst, die im Alltag als gedanklicher Stolperstein dienen soll. Das heißt, man sieht den, man denkt, hoppla, was ist das denn? Und wird aus seinen normalen gedanklichen Routinen herausgerissen. Eine Lösung, wie man das interpretieren soll, wird hier nicht angeboten. Man kann natürlich nachlesen, was die Künstler sich dabei gedacht haben, aber das wird hier nicht angeboten. Also man wird herausgerissen aus seinen gedanklichen Routinen und kann sich, wenn man will, damit auseinandersetzen, innerlich. Wenn man nicht will, dann lässt man es einfach. Der Zauberlehrling ist sicherlich einer meiner ganz besonderen Lieblingsorte hier in der Region.